Ach komm, du weißt doch, wie das mit Rockbands ist. Die kommen und die gehen wieder. Du kannst dann aufbauen. Hey, ihr zwei. Habt ihr mein Handy gesehen? Guck doch mal in deiner Tasche. Hab ich schon. Dann guck am besten noch mal. Wo habe ich mein Hirn eigentlich heute? Ich glaub's nicht. Apropos Gehirn, du hast doch auch Psychologie studiert, oder? Was soll das denn jetzt? So war das nicht gemeint. Ein Kumpel von mir, der macht gerade sein Vordiplom. Und der lässt fragen, ob du ihm vielleicht ein bisschen Nachhilfeunterricht geben könntest. Oh, sag mal, muss das jetzt sein? Meine Schicht fängt gleich an. Ja, nicht sofort. In den nächsten Tagen eben. Ich würde es wirklich gerne machen, aber ich hatte Psychologie nur als Nebenfach. Dein Handy? In deiner Tasche? Seifert? Ja, ich bin auf dem Weg. Schokolade macht dick. Na und? Spielt doch keine Rolle mehr, wo Daniel morgen weg ist. Ey, Tom, was ist denn jetzt? Dein Kumpel soll sich eine Lerngruppe suchen. Ich habe echt keine Zeit. Ciao, ihr beiden. Der war auch schon mal hilfsbereiter. Naja, der ist halt im Dauerstress. Wegen dem ganzen Dienst im Krankenhaus. Deswegen kann er dir keine Nachricht geben. Macht nichts. War ein Versuch. Außerdem war Psychologie sowieso nur sein Nebenfach. Ist schon okay. Ich fall so oder so durch die Prüfung. Ach komm, das schaffst du schon. Kommst du heute Abend mit zu Ninas Adventsparty? Schon wieder Party? Mal schauen. Hallihallo. Na, Onkel Doc. Schon Feierabend. Oh, hör bloß auf. Ich habe wieder eine Schicht heute. Ich habe gerade mal 2 Stunden gepennt. Oliver, machst du mir bitte einen Kaffee? Kommt sofort. Ach, übrigens, dass du keine Zeit für mich hast, das leuchtet mir völlig ein. Bei deinem Job? Das ist der Kumpel, von dem ich dir erzählt habe. Was? Ach, du studierst Psychologie? Ja. 4. Semester. Ich dachte, Christian... Ja, klar. Du, ich war nur in Gedanken. Du scheinst ja ganz schön im Stress zu sein. Na ja, so schlimm ist es auch wieder nicht. So, wenn ich dir irgendwie helfen kann? Du hast doch Zeit? Ja, klar, so 1-2 Stunden kann ich mir schon mal frei nehmen. Hey, super. Alexa, was ist das für ein Krach? Ich habe ihn gerade noch mal im Label getroffen. Er hat mir eine CD geschenkt. Wer? Daniel, der Sänger von Sub 7. Ach so. Und was ist das? Mein Geschenk für die Adventsparty. Die willst du nicht ernsthaft unter die Leute bringen. Wieso nicht? Wir sollen sowas aussetzen. Du zum Beispiel. Ja, so weit kommt's noch. Hey, so eine Mütze kann man immer gebrauchen. Zum Beispiel für Karneval. Ja, bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Zum Glück. Oh. Wer kommt eigentlich alles auf die Party? Wieso fragst du? Nur so. Oliver ist bestimmt auch eingeladen. Welcher Oliver? Der aus dem No Limits. Ach, der. Jetzt tu nicht so, als wenn du nicht wüsstest, wen ich meine. Was guckst du denn so? Ich will nichts von Oliver. Hab ich was gesagt? Ich kenn dich doch. Was hat Christian dir erzählt? Nichts. Nur, dass du jetzt plötzlich doch Lust hast, mit Olli zu lernen. Ja, Oma. Ich will nichts von Oliver. Ich habe kein Interesse, es ist klar. Was ist denn jetzt mit deinem Partygeschenk? Ach, ich glaube, ich habe irgendwo noch ein paar Kondome rumliegen. Pack ich hübsch ein. Du willst Kondome verschenken? Warum denn nicht? Ich brauche sie nicht und ein anderer freut sich vielleicht darüber. Hey, Bruderherz, jetzt lach doch mal. Es gibt gleich Geschenke. Super. Alle mal herhören, jetzt gibt's Geschenke. Oh. Oh. Ach, jetzt sehe ich die Nikolaus. Jetzt komm. Also los, wer fängt an? Immer der, der fragt. Oh. Na, mach schon. Und du, was hast du damit? Schenk sie doch, Alexa. Jetzt hör doch mal auf. Sieh mal, ich schenk sie dir. Du kannst bestimmt was damit anfangen. Weiß ich, hast du schon mal aufs Verfallsdatum geguckt? Haltbar bis zum Jahre 2002. Na dann. Also die nächste Frau, die jetzt reinkommt, mit der wirst du verkuppelt. Oh.
aus vom Walde komme ich her. Wo ist der Champagner? Entschuldigung, dass wir ein bisschen zu spät sind. Ach, ihr kommt genau richtig. Ja. Da musst du jetzt durch. Oh, sorry. Oh weh, was soll ich jetzt damit machen? Du arbeitest doch gerade auf der Kinderstation. Da kannst du das Ding doch ideal zum Einsatz bringen. So weit kommt es noch. Ja doch, zieh doch mal auf. Bitte. Wow, das sieht ja super aus. Hört auf, mich zu verarschen. Mensch, nicht sauer sein. Schade, dass Lara nicht da ist. Ja, salute. Meinst du, was mit der Liebe wird einfacher, wenn man älter ist? Wie meinst du das genau? Dass man sich nicht mehr so viele Gedanken machen muss. Du wirst dir immer den Kopf zerbrechen, auch noch mit 90. Kannst du nicht einmal vernünftig mit mir reden? Ich möchte ja nicht unhöflich sein oder ungemütlich sein, aber wolltest du nicht noch mal im No Limits vorbeischauen? Oh, ja klar, entschuldige. Die Aushilfe wird bestimmt okay sein, aber es wäre mir lieber, wenn du ihm noch mal auf die Finger schaust. Habe ich dir ja auch versprochen. Tut mir leid. Es ist schon okay. Meine Nummer hast du ja. Klingel einfach durch, okay? Okay. Und vielen Dank nochmal für die nette Einladung. Ja, zu, dass du wegkommst. Ciao. Ciao. Warum gehst du nicht mit ihm mit? Was? Wieso sollte ich? Na, vielleicht hast ja wenigstens du ein bisschen Glück. So, kannst du den runterbringen und noch einen neuen hochholen? Den Rest mache ich dann. Okay. Danke. Na du? Ich bin gleich fertig. Gleich ist viel zu spät.